Die Vorlesungen sind zu Ende, doch viele von uns stecken mitten in der Prüfungsphase. Damit da kein Stress oder Müdigkeit aufkommt, kann man, so wie gerade gesehen, Sport treiben. Aber auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Meine Kollegin Annika Müller hat für euch echte Energielieferanten für Körper und Geist zusammengestellt. Viele Studierende werden es kennen. Während des Studiums kommt es immer wieder zu intensiven Stressphasen. Ob Hausarbeit, Prüfung oder Abschlussarbeit, man sitzt stundenlang am Schreibtisch. Das kostet extrem viel Kraft. Gerade dann ist es wichtig, das Gehirn mit genügend Energie zu versorgen. Dabei kann vor allem eine gesunde und ausgewogene Ernährung helfen. Hier folgen ein paar Tipps, welche Nahrungsmittel die Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen können. Genügend trinken. Es ist wichtig, dem Körper täglich ausreichend Flüssigkeit zu liefern. So wird das Gehirn genügend durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Trinkt man zu wenig, drohen Kopfschmerzen und Müdigkeit. Eiweiße. Der Verzehr von Lebensmitteln wie Joghurt kann ebenfalls Energie liefern und für eine verbesserte Konzentration sorgen. Denn Eiweiße bewirken mit ihren enthaltenen Aminosäuren einen zügigen Informationsfluss zwischen den Nervenzellen. Beeren. Sie stecken nicht nur voller Vitamine, sie sind außerdem schnelle Energielieferanten und fördern ein gutes Gedächtnis. Blaubeeren, Himbeeren oder Erdbeeren, sie alle beinhalten Antioxidantien, die dafür sorgen, dass das Gehirn vor schädlichen Einflüssen und einem damit verbundenen Zellabbau geschützt wird. Ein leckerer Beerenjoghurt kann also zwischendurch für den nötigen Energieschub sorgen. Kohlenhydrate. Unser Gehirn hat einen sehr hohen Energiebedarf. Komplexe Kohlenhydrate, wie sie beispielsweise in Vollkornbrot stecken, können dabei helfen, die Batterien wieder aufzuladen. Denn der darin enthaltene Zucker wird langsam ins Blut abgegeben, sodass das Gehirn langanhaltend mit Energie versorgt wird. Auch Avocados liefern wichtige Ballaststoffe. Sie haben außerdem einen hohen Anteil an Vitaminen und anderen gesunden Nährstoffen, die das Gehirn mit Energie versorgen. Vor allem aber der enthaltene Stoff Lecithin soll die Konzentrationsfähigkeit steigern. Vollkornbrot und Avocado sind also genau das Richtige, um am Schreibtisch durchzuhalten. Nüsse. Auch sie sind ein echter Powerlieferant. Mit ihren mehrfach ungesättigten Fettsäuren wirken sie sich günstig auf die Hüllen der Nervenzellen aus. In einigen Sorten steckt außerdem der Nervenbotenstoff Cholin. Dieser gilt als beruhigend. Ebenfalls in vielen Nüssen enthalten Magnesium. Das gilt als echter Stresskiller. In kräftezehrenden Studienphasen hilft also auch mal der Griff in die Snackschale. Das Studium nehmen einem diese Lebensmittel natürlich nicht ab. Sie können aber dabei helfen, in stressigen Phasen fit zu bleiben und energiegeladen durch den Tag zu gehen. So fällt der Gang zur Uni vielleicht etwas leichter.